Moin Moin und Grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassenmontagesysteme und wir möchten Sie heute mit nach Holland nehmen und möchten Ihnen in Holland eine Terrasse zeigen, die ein Kunde gebaut hat, wo eine Platte verlegt wurde. Ja, eine wirklich sehr, sehr große Terrasse, sehr, sehr groß mit ganz vielen Bauanschlüssen und so weiter und dann noch verschiedene Materialien, ja, die dann später mal gebaut werden, entsprechende Renaturisierung etc. Und dieser Kunde hat genutzt, um eben halt dort professionell Platten zu verlegen, unsere Kunststofffarbe, also unser Gitterbodenrost, Sie kennen das, 16x60, 5 cm hoch, und hat dieses auf unserem Aluminiumsystem verlegt und das ganze System wurde aufgeständert auf unseren Stelzlagern. Zeige ich Ihnen auch gleich. Was ist der Vorteil dieser Wabe? Sie kennen das bei vielen, vielen Videos, die wir zeigen. Diese Wabe ist im Grunde ein Gitterbodenrost aus Kunststoff, hochbelastbar, wo Sie eben halt, einen Doppelboden bauen können. Und es ist jetzt völlig egal, ob Sie das auf einem Alu bauen oder nur auf Plattenlager oder ob Sie das auf andere Konstruktionen aufschrauben. Ne? Wir haben auch einen Pool aus Frankreich, wo das auf eine Holzkonstruktion geschraubt wurde. Das ist der Wabe erstmal egal. Das Schöne daran ist, oder zum Beispiel auch unsere fahrbaren Pooldecks, ja, das gibt es auch einen schönen Film drüber, mit, wo dann Kunstrasen und Platten verlegt werden auf den Decks. Und diese Wabe hilft Ihnen eben halt dabei, eine freie Gestaltung zu haben, egal welchen Belag ich aufbringen möchte. Und diese Wabe hilft dir natürlich dabei, Platten durchbruchsicher zu verlegen. Ja, also dass gerade wenn Sie in einer gewissen Bauhöhe sind, wenn die Platten brechen würden, dass sich dort keiner verletzt, dabei hilft Ihnen diese Wabe. Und sie ist eben halt verbaut mit dem Alusystem. Klar, dass man kann eben halt nur die Wabe nehmen oder Platten auf Alu legen. Oder ne, das ist ja immer die Diskussion der Kunden. Was möchte ich gerne? Möchte ich Platte einfach nur in Schotter legen? Möchte ich die Platte auf Plattenlager legen? Möchte ich die Platte auf dem Alusystem legen? Oder eben halt auf diese Wabe? Und die Wabe an sich ist eben halt ein Produkt, welches eine unglaubliche Stabilität liefert, die der Kunde dort in diesem Projekt halt gerne haben wollte, weil es ist eine extrem große Terrasse und wenn sich dort irgendwann mal anfangen, Platten zu verschieben, dann ist das, hat das eben halt Auswirkungen auf die Flächen. So, die Wabe haben wir erklärt. Ich zeige Ihnen das auch gleich und dann steigen wir auch gleich ins Video ein, will gar nicht so viel vorher sagen. Er hat im Grunde genommen, wie gesagt, verarbeitet in den Aluprofil 45-38. Er hat unsere Stelzlager dazu genommen, ja, Sie wissen das, unser Stelzlager können Sie auf gefestigten Boden stellen, kein Loch in der Mitte, 200 mm Durchmesser, haben wir auch wieder in verschiedenen Höhen, 11 mm bis einen halben Meter und obendrauf, ganz wichtig, ne, man kann natürlich, das wissen wir ja, Alu anschrauben direkt an den Fuß, aber viele Kunden nutzen eben halt unseren sogenannten Clever-Click-Adapter, weil das im Grunde von der Montage her relativ easy ist. Sie wissen das, ich zeige das immer wieder ganz gerne, ne, Sie können dann das Alu hier in diesem Fuß im Grunde einklicken. So, und somit können Sie schon mit der ganzen Konstruktion arbeiten. Ja, Sie können wirklich tatsächlich eine 4-Meter-Stange mit 6 Füßen in die Hand nehmen und können die da ausrichten und hinstellen. Und dann können Sie im Grunde genommen über die Stellfüße entsprechend die Höhen einstellen, die Sie benötigen. Und dann in dem Fall, das werden Sie im Video gleich sehen, hat der Kunde dann darauf entsprechend die Wabe verschraubt und hat somit einen perfekten Doppelboden, auf dem er dann die Platten verlegt hat. Sie werden im Film sehen, ganz wichtig, wir sagen das auch in vielen, vielen Videos, dass die Platten, Keramik, je nach Qualität, sind nicht gerade. Das heißt, würde man die auf die Wabe drauflegen und man hat kleine Unebenheiten, dann würde das kippeln. Und deshalb machen wir das genauso, wie Sie das kennen. Die Platte wird punktgelagert. Ne? Das heißt, dass im Grunde genommen die Platten auf entsprechende Halter gelegt werden. Und somit haben Sie dann nicht nur den Vorteil, dass Sie natürlich die entsprechenden Fugenabstände haben. Ja? Also ist ja auch wichtig, dass dann auf Dauer die Fugenabstände gewährleistet sind. Sondern Sie haben natürlich nochmal eine Punktlagerung, die Ihre Platte entsprechend eben halt kippelunanfälliger macht. Das Ganze wird dann natürlich auch genauso wie bei unserem Alusystem im Randbereich begrenzt, ja, mit dem entsprechenden Abstandshalter, sodass die Platten eingefasst sind. In dem Video werden Sie auch sehen, gibt es auch wieder eine Rundung. Sie wissen das, unsere Randhalter, die sind umlaufen, die können dann eingeschnitten werden und können auch diese Rundungen mitgehen und die Platten sind trotzdem komplett eingefasst. Das alles hat der Kunde in diesem Video gebaut. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären und jetzt schauen wir uns doch an, was der Kunde dort entsprechend verbaut hat. Folgen Sie mir auf die Baustelle.
liebe Kunden, ich hoffe, Sie konnten sehen, dass der Kunde dort ein extrem tolles Ergebnis, Verliegerergebnis hat. Er ist sehr, sehr zufrieden mit seiner Terrasse. Und Sie sehen wieder mal einen typischen Einsatzzweck für diese Wabe, weil ja immer die Fragen kommen, ja, wofür braucht man das? Sie sehen, es gibt eben halt eine höhere Verliegequalität. Es geht natürlich schneller. Und gerade bei solchen Terrassen, wie Sie dort sehen, ist im Grunde genommen eben halt oftmals Festigkeit gefragt. Und deshalb kommen auch solche Produkte zum Einsatz. So. Mir bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, als wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Sie sehen, was wir alles liefern können. Uns ist das völlig egal, welche Terrasse, welcher Belag, welches Fundament. Völlig egal, was Sie bauen wollen. Die Firma GS Terrassenmontagesysteme mit all Ihren Produktgruppen steht bereit für Sie, für Ihr Projekt. Erfüllen Sie sich Ihren Terrassentraum, lassen Sie sich beraten. Besuchen Sie uns ab November hier in unserem Trainings- und Testzentrum. Ja, dann kann man das alles mal sehen und anfassen und natürlich auch genau das, was wir immer wieder sagen. Wenn man den Unterschied mal wissen will, wie das ist, wenn ich auf ein Plattenlager gehe, wenn ich auf eine Wabe gehe, auf ein Alusystem, alles das kann man hier dann in unserem Testzentrum später mal probieren. Und deshalb freuen wir uns natürlich auch auf Ihren Besuch. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.